alles in Ordnung. Hau ruck! Mann, oh Mann, das ist aber schwer. Hallo, ich bin Lena. Was ist denn hier los? George, brauchst du etwa unsere Hilfe? Guck mal, das können wir doch ganz leicht mit dem Bagger machen. Danke, Lena. Aber das ist doch gar nicht mein Spielzeug. Das hat hier jemand vergessen. Aber das ist doch kein Problem. Dann räumen wir das Spielzeug halt an seinen Platz. Guck mal, George, hiermit können wir das Spielzeug abholen. Jetzt nur noch anschnallen. Und hier haben wir extra für die Autos einen Wagen. So, jetzt können wir unsere Autos einräumen und endlich an ihren Platz bringen. Oh, hier haben wir Lightning McQueen. Als erstes unser Feuerwehrauto. Lightning McQueen kommt in diesen Wagen. George, und zu dir kommt der Bagger. Und los geht's. Kommst du mit? Komm. Oh, wir sind ja auf dem Dorf. Hier ist ein Bauernhof. George, was glaubst du, welches Auto kommt hier hin? Auf dem Bauernhof? Da kommt der Bagger hin. Da hast du natürlich recht, George. Der Bagger wohnt im Dorf. Und weiter geht's. Komm mit. Und jetzt sind wir auch schon in der Stadt. George, was glaubst du denn? Welches Auto kommt hier hin? Das Feuerwehrauto. Nein, George. Das Feuerwehrauto kommt auf die Feuerwehrwache. Guck mal, George. Lightning McQueen wohnt in der Stadt. Okay, alles klar. Tschüss, McQueen. Jetzt müssen wir nur noch das Feuerwehrauto wegbringen. Tschüss, McQueen. Und wir gehen jetzt zur Feuerwehrwache. Aber wo ist denn die Feuerwehrwache? Ah, da ist sie ja. Komm mit. So, jetzt sind wir endlich angekommen. Und jetzt bringen wir das Feuerwehrauto an seinen Platz. Und unser Feuerwehrauto wohnt natürlich in der Feuerwehrwache. So, jetzt sind wir endlich fertig, George. Nein, Lena, da ist noch ein Auto. Stimmt, du hast ja recht. Da ist wirklich noch ein Auto. Und hier haben wir den Essenswagen. Hallo, George, soll ich dir was zu essen machen? Ja, ich will ein Wurstbrötchen. Dann lass uns jetzt kochen. Dafür holen wir jetzt erstmal unsere Wurst und unser Brötchen aus dem Kühlschrank. Dafür schalten wir jetzt unseren Grill an und legen unser Essen da drauf. Das riecht nicht nur lecker, das ist auch lecker. Mmh, das Essen ist ja schon fertig. So, jetzt machen wir den Grill aus und nehmen unser Essen vom Grill. So, das Essen ist fertig. George, möchtest du Ketchup oder Senf? Ich will Ketchup, der ist so süß. Kein Problem. So, George, hier hast du dein Essen. Danke. Wie lecker. Jetzt, wo wir uns satt gegessen haben und alles aufgeräumt haben, können wir auch weiter spielen gehen. Komm mit! Guck mal, Lena, ich habe eine Sandburg gebaut. Das hast du aber gut gemacht. Guck mal, was für eine Sandburg ich gebaut habe. Wow, das sind die allerschönsten Sandburgen. Da hast du natürlich recht, George. Und wenn dir unsere Sandburg genauso gut gefallen hat, dann komm doch wieder vorbei beim nächsten Abenteuer. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles in Ordnung. Hallo, ich bin Lena. Guck mal, was für einen großen Müllwagen ich hier habe.
Siehst du, wie viel Spaß man damit haben kann? Gefällt er dir genauso gut wie mir? Und jetzt lade ich den Müll in den Müllwagen ein. Das ist ja leer. Lasst uns mal in dieser Mülltonne nachschauen. Die ist ja auch leer. Dann schauen wir mal hier nach. Die Mülltonne ist ja auch leer. Komisch. Hörst du das auch? Wer weint denn da? Komm mit, wir gucken mal nach. Das ist ja das Zimmer von George. Aber wo ist er? Psst, hör mal hin, ganz leise. Wo weint er? George, du bist doch nicht etwa im Mülleimer. Hallo Lena, ich habe mein Bild weggeworfen und kann es einfach nicht finden. Komm her, George. Alles wird gut. Wollen wir ihm helfen, sein Bild zu finden? Bitte, helft mir. Ein Blatt Papier? Eine Plastikflasche? George, trennst du etwa den Müll nicht? Nein. Wie trennt man denn den Müll? Komm, ich zeig es dir. Kommst du auch mit? Wow, was für ein großer Müllwagen. Lena, wofür brauchen wir denn 3 Mülltonnen? Keine Sorge, George. Ich erkläre dir jetzt, wie man richtig Müll trennt. Hier haben wir eine Mülltonne für Papier. Die zweite Tonne ist für unseren Glasmüll. Und in diese Tonne tun wir unser Plastik rein. Hier haben wir Papier. Weißt du, wo das reinkommt? Richtig, in diese Tonne. Und in welche Tonne kommt unser Plastikmüll rein? Unsere Plastikflasche kommt hier rein. Und wo kommt unsere Glasflasche rein? Richtig, in unsere Tonne für den Glasmüll. Und George, hast du alles verstanden? Willst du es auch selber mal ausprobieren? Ja, ich will alles selber machen. Hier haben wir ein Stück Papier. Wo kommt denn das Papier rein? Ich glaube, hierhin. Du hast recht, George. Das hast du gut gemacht. Das ist Plastik. Ich weiß, in welche Mülltonne ich das tun muss. Das kommt hier rein. Und die Glasflasche, die kommt hier rein. Das hast du aber gut gemacht, George. Komm, wir schmeißen den restlichen Müll noch weg. Hier haben wir Papier. Das kommt hier rein. Ein bisschen Plastik. Das kommt in die Tonne. Was machen denn die Bälle im Mülleimer? Ich wollte die gar nicht wegschmeißen. Das war aus Versehen. Dann müssen wir die Bälle wohl zurück zu den anderen tun, in den Pool. Und hier habe ich noch ein Stück Papier. Das kommt hier rein. Und unsere Plastiktüte kommt auch zu dem Plastikmüll. Und hier haben wir noch mehr Papier. Das kommt also hier rein. Warte, Lena, warte! Das ist doch mein Bild, was ich verloren habe. Wow, hast du das selber gemacht? Guck mal, wie schön George malen kann. Wow. Das ist ein wirklich schönes Bild, George. Gefällt dir dein Bild eigentlich genauso gut wie mir? Ja, gefällt es dir? So, jetzt haben wir den gesamten Mülleimer ausgeräumt. Er ist komplett leer. Und damit du dein Bild nicht nochmal verlierst, können wir es direkt einrahmen.
Und jetzt kannst du dein Bild in deinem neuen Bilderrahmen aufstellen. Wow. Danke, Lena, dass du mir geholfen hast. Jetzt verliere ich mein Bild bestimmt nicht mehr. Gern geschehen, George. Jetzt weißt du wenigstens, wie man richtig Müll sortiert. Hast du dir das auch gemerkt? Wenn ja, hoffe ich, dass du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist, wenn wir viele weitere spannende Abenteuer erleben. Tschüss, bis zum nächsten Mal!